hier ist Rolf von Tesla Owners US und wir sind mal wieder auf dem Campingtrip mit unserem geliebten Silverado EVRST. Und das Ding ist ja ein Monsterzieher. Und bei uns wird es ungefähr 45 Grad. Da kommt wieder so eine Hitzewelle durch und wir müssen wieder Richtung Norden in die Berge. Da wird es kälter. Und da seid ihr auch dabei. Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future. Ja, diesmal sind wir anders gefahren. Wir haben natürlich wieder kurz vorher nochmal vollgecharged auf 100%, obwohl wir das überhaupt nicht brauchen. Aber ich muss doch meinen Roadster noch abgeben bei Gruber. Das TPMS, das Tire Pressure Monitoring System heißt das, also das den Luftdruck kontrolliert in allen Reifen. Das ist hier in den USA vorgeschrieben. Das muss man haben, das muss funktionsfähig sein. Und das Ding hat nicht funktioniert. Mal wieder Hardware-Error und das müssen die nochmal nachgucken. Das hatten die letzten Mal schon gemacht, das müssen wir nochmal nachgucken. Und deshalb sind wir etwas anders gefahren. Ich bin mit dem Roadster vorgefahren und dann habe ich meine Frau von da abgeholt. Und das ging wunderbar und jetzt haben wir noch, wie viel Prozent drauf? 70% drauf und wir sind schon fast halbe Strecke da. Und es ist schön draußen, die Berge sind zu sehen und wir fahren hoch, etwas höher in die Berge und wir haben kühlere Temperaturen, weil bei 45 Grad, da kann man das wirklich bei uns unten nicht aushalten. Das ist was für den Winter, aber nicht was für diesen Sommer. Und jetzt bäumt sich das Klima nochmal auf und sagt, ich zeig's dir nochmal, aber wir fahren ja elektrisch und das auch mit dem schönen Silverado Army RST, den ihr auch, wenn ihr wollt, mieten könnt. Ich habe ja den Link, schreibe ich ja immer rein. Wenn ihr daran interessiert seid, langsam füllen sich die Buchungen schon für das nächste Jahr. Wenn ihr dabei sein wollt, sagt Bescheid. Okay, so, jetzt wollen wir erstmal bei euch nochmal schön ein paar Bilder zeigen. Hey Leute, wir haben noch eine Weinkeller gefunden oder eine Weinerei. Oder wie heißt das? Binary? Nee, das ist in Englisch. Vineyard. Ach so. Vineyard ist auch Englisch. Ja, jedenfalls ein. Und die heißt Alcantara und es sieht aus wie in der Toskana. Und wir waren da schon mal zu meiner Frau's Geburtstag gewesen und das war schön. Da haben wir eine Kajaktour gemacht auf dem Verde River, auf dem grünen Fluss dort und dann sind wir bei der Weinere angekommen. Und da haben wir dann ganz schön an der Winery haben wir gut gegessen und was Gutes getrunken. Und da fahren wir heute nochmal hin vielleicht. Ja, ich glaube schon. So, auf geht's zum Weingarten. Wir haben eingecheckt, alles aufgebaut, Kühlung läuft und jetzt geht's zum Weingarten und da werden wir uns eines guten Weines erfreuen, hoffe ich doch. Und we're wasting time on stuff that doesn't really matter. While wishing for something better. I try to fix things that weren't broken. Misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say. Same way. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. Same way, then don't pretend that
and everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. Weingarten und wir haben den besucht. Da zeige ich euch noch mal einen Ausblick davon, von dem Weintal dort. Wird überall Wein angebaut. Wir hatten einen kleinen Flight gehabt zum Weintasting von 4 kleinen Shot Glasses, also kleinen Schnapsglases, die wir getestet haben. Und dann haben wir noch eine Flasche Wein, die uns am meisten gefallen hat, bestellt. Und die haben wir natürlich nicht geschafft, die haben wir nicht ausgetrunken, wir müssen ja noch fahren. Aber die können wir heute Abend auch noch trinken. Und schöne Bilder noch. Die sind ja wahrscheinlich gerade im Hintergrund. Und jetzt geht's wieder zurück.